Oh. Tag, der Marco von mir Rechenessen. Heute gehen wir gemeinsam asiatisch essen. Beziehungsweise wir gehen nicht asiatisch essen, wir machen uns das selber, das Essen. Jeder hat auch bei sich in der Stadt, auf dem Dorf, so heißt es, so ein Asia-Bistro. Und da gibt es immer diese gebratenen Nudeln mit verschiedenen Fleischsorten. Ja? Oder mit Schwein oder mit Rind oder mit Krabben gibt es das auch. Und es gibt es auch mit Hähnchenfleisch. Und genau sowas machen wir mit ganz einfachen Bordmitteln, ohne dass ihr irgendeine Asia-Gewürzmischung großartig da haben müsst. Alles das bekommt ihr im Supermarkt. Und wie man es macht, das zeige ich euch da hinten unten bei mir in der Küche. Für unsere schnelle Asia-Nudel-Chicken-Hühnchenpfanne brauchen wir Hühnchen. 200 Gramm schon in Streifen geschnitten. Wir brauchen hier Lauchzwiebeln. Habe ich auch schon das obere abgeschnitten, gesäubert, in Streifen geschnitten. Muss ich ja nicht extra zeigen. Wir haben hier Mungobohnenkeimlinge, die kann man so kaufen, einfach durch Sieb, damit sie abtropfen. Sojasauce, Sambal Oleg und Mienudeln. 250 Gramm und wie man die macht, zeige ich mal schnell. Und diese Nudeln gehen ganz einfach. Einen Topf nehmen, der hält es gar nicht an. Aus einem Wasserkocher, heißes, aber nicht mehr kochendes Wasser dazugeben. Deckel drauf, 5 Minuten warten, fertig. So, und danach geht's schon ab an den Wok. Der Wok, richtig heiß, Stufe 5 von 6. Und jetzt geben wir da mal gute 5 Esslöffel Öl rein. 3, 4, 5. Und jetzt, Achtung, auch einen guten Esslöffel Sojasauce. Und sofort dazu rein. Schön bewegen. Dann sehen wir nämlich jetzt schön die Sojasauce, beziehungsweise die Röstaromen, die sofort entstanden sind, von der Sojasauce aus. Und dann brauchen wir das Hähnchen nicht korrekt marinieren. Außerdem dazu schon ein Esslöffel Sambal Oleg. Auch rein damit. Und auch einmal verrühren. Und das Ganze lassen wir jetzt verstehen. 2 Minuten. Nach den 2 Minuten unsere Mungobohnenkeimlinge rein. Die Lauchzwiebeln. Und das Ganze nochmal schön durchmengen. Und dabei nicht, wie ich gerade, 5 von den Zwiebeln, von den Lauchzwiebeln rausschmeißen. So, schön verteilen hier. Und dann ja, eine Minute stehen lassen wir mal. Und nach der Minute kommt schon der letzte Schritt. Unsere Nudeln hinein. Komm, ich verteile hier. Ach, was soll denn das? So, rein damit. Und dann, na, ihr ahnt es, verteilen, vermischen. So, mache ich mal. Jetzt könnt ihr auch schon die Pfanne runterstellen. Die muss nicht mehr auf Stufe 5 sein. Jetzt reicht Stufe 3. Und ich mische mal eben weiter und habe mir dafür mal ein anderes Werkzeug geholt hier. Mit der Grillzange komme ich dann doch deutlich besser klar. Suddele. Und wenn es dann verteilt ist, kommt noch ein bisschen Sojasauce wieder drüber. Ein ganz bisschen Pfeffer. Ich nehme Weißen an dieser Stelle.
Und weil ich es gerne pikant mag, nochmal einen Esslöffel Sambal Oleg. Und dann nochmal verteilen. Und das Ganze lassen wir jetzt, so wie es ist, 5 Minuten stehen. Dann ist es insgesamt 10 Minuten drauf. Und nach insgesamt 10 Minuten, und ich habe es auch immer mal wieder gewendet, fertig, zack, und dann eine Schale Asiennudeln mit Hähnchen. Wir wollen da jetzt auch optisch nicht mehr draus machen, als es ist. Ja? Es sind Mienudeln, gewürzt, Sojasauce, Sambal Oleg, Hähnchen, Lauchzwiebeln. Ha, geil. Und natürlich Mungobohnenkeimlinge. Ja, ja, da ist es. Und hier Stäbchen. Und damit kann ich nicht umgehen. Und deswegen das Essen und eine Gabel. Und jetzt Hähnchenfleisch, Nudeln. Komm, hier. Es dampft noch. Mahlzeit. Ich liebe diesen Sojasoßengeschmack in Verbindung mit dem Sambal Oleg. Ich finde es einfach geil. So schnell geht Asia-Imbiss. Nachmachen. Tschö! Und ja, ich weiß, das hat nichts mit original asiatisch zu tun. Aber ich glaube, schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.